Berlin-Charlottenburg hat sich vor mittlerweile mehr als 2 Jahren ein Mord ereignet. Bis heute ist der Fall ungelöst. Am 1. April 2021 gegen 17.30 Uhr wird Oksana Rombeck ermordet in ihrer Wohnung am belebten Kurfürstendamm aufgefunden. Oksana ist die Chefin eines beliebten Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz. Zu Oksanas Kundinnen und Kunden gehören auch zahlreiche Prominente. Sie hat sich eine gute Bekanntheit erarbeitet. Dementsprechend gut verdient die Kosmetikerin auch. Gegenüber ihren Mitarbeitern ist sie stets großzügig und lädt sie immer wieder zum Essen ein. Oksana geht sorgsam mit ihrem Geld um, gönnt sich aber auch gern etwas. Sie reist viel und gern und interessiert sich für hochwertige Markenkleidung. Am 31. März 2021 macht Oksana gegen 18.40 Uhr Feierabend. Sie verlässt das Kosmetikstudio am Walter-Benjamin-Platz und macht sich zu Fuß auf den Heimweg. Es wird angenommen, dass Oksana vom Walter-Benjamin-Platz Richtung Leibnizstraße geht und dann in Richtung Kurfürstendamm abbiegt. Sie trägt schwarze Kleidung und eine schwarze Handtasche bei sich. Wann genau sie am Mittwochabend in ihrer Wohnung ankommt, ist nicht ganz klar. Sie wohnt in der Hausnummer 61 im 5. Stock. Es ist die oberste Etage. Es ist auch unklar, ob der Täter Oksana verfolgt oder an ihrer Wohnung auf sie gewartet hat. Als Oksana dann am Donnerstag nicht zur Arbeit kommt, versuchen ihre Kollegen sie anzurufen. Doch ihr Handy ist ausgeschaltet. Deshalb informieren die Angestellten die Feuerwehr und die Polizei, um bei Oksana nach dem Rechten zu sehen. Ihre Wohnungstür ist abgeschlossen. Als die Einsatzkräfte sie öffnen, finden sie im Flur Oksanas Leichnam. Sie hat noch ihre Straßenschuhe an, was dafür spricht, dass sie direkt nach ihrer Heimkehr angegriffen wurde. Auch sonst ist sie vollständig bekleidet. Ihre Handtasche liegt im Flur herum. Nach der Obduktion geht die Polizei davon aus, dass Oksana am Tag vor dem Fund ihrer Leiche ermordet wurde, also am 31. März 2021. Sie ist sowohl am Oberkörper als auch am Kopf tödlich verletzt worden. Neben körperlicher Kraft hat der Täter auch Kieselsteine benutzt, um auf Oksana einzuschlagen. Die Spurensicherung findet mehrere solcher kleinen Steine neben Oksanas Leichnam. Teilweise klebt ihr Blut an ihn. Außerdem findet man am Tatort schwarze Latexhandschuhe, die zerrissen sind. An ihnen haften auch Blutspuren des Täters. Oksana scheint sich also stark gewehrt und ihren Angreifer dabei verletzt zu haben. Nach der Tat hat ihr Mörder sich in Oksanas Wohnung die Hände gewaschen und die Handschuhe und die Kieselsteine zurückgelassen. Der Täter hat nicht nur Oksanas Handy, ein goldfarbenes iPhone Pro 12 Max mitgenommen, auch ihr Portemonnaie und ein Schlüsselbund mit einem roten Herzanhänger fehlt seit dem Mord an der 50-jährigen Frau. Mit diesem Schlüssel muss der Täter die Wohnungstür nach dem Mord an Oksana noch abgeschlossen haben. Im Juni 2021 veröffentlicht die Polizei Material einer Überwachungskamera. Es wurde auf einem Innenhof am Walter-Benjamin-Platz aufgezeichnet. Also in der Straße, in der sich Oksanas Kosmetikstudio befunden hat. Der Innenhof, in dem der Mann gefilmt wird, und das Studio der 50-Jährigen gehören zur selben Häuserreihe. Auch Spürhunde haben dort angeschlagen, wo die Person gefilmt wurde. An der Hauswand liegen Kieselsteine und der Mann auf dem Video scheint etwas in seiner Hand zu halten. Die Aufnahme wurde gemacht, kurz bevor Oksana das Studio verließ. Laut der Polizei könnte es sich bei dem aufgezeichneten Mann um einen möglichen Tatverdächtigen handeln. Bisher konnte der Mann jedoch nicht ermittelt werden. Er hat einen großen dunklen Rucksack dabei, trägt eine graugrüne Jacke, blaue Jeans und eine Basecap. Außerdem trägt der Mann einen hellen Mund-Nasen-Schutz. Die Aufnahmen wurden kurz vor der Tat 2021 gemacht, als die Pandemie noch in vollem Gange war. Es wird geschätzt, dass der Mann zwischen 1,75 Meter und 1,85 Meter groß ist. Zwar wurde der Fall Oksana Rombeck in Sendungen wie Aktenzeichen XY oder Täter-Opfer-Polizei besprochen, doch bisher leider ohne ein Ergebnis. Es gibt für sachdienliche Hinweise auch eine Belohnung in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Unter anderem wird noch immer nach dem Mann auf dem Videomaterial gesucht. Außerdem ist es für die Polizei natürlich von Interesse, ob jemand ein iPhone, wie Oksanas es besessen hat, zum Kauf angeboten bekommen hat. Oder ob jemand den Schlüsselbund mit dem auffälligen Anhänger gesehen hat. Konkret stellt die 8. Mordkommission beim Berliner Landeskriminalamt folgende Fragen.
Wer kennt eine Person, die um den Tatzeitraum 31. März 2021 Kieselsteine wie abgebildet mit sich führte und möglicherweise auch als Tatwerkzeug in anderen Zusammenhängen einsetzte? Wer hat ab dem 31. März 2021 bei einer Person einen Schlüsselbund mit rotem Herzanhänger, wie auf dem Foto zu sehen, gesehen? Wem wurde nach dem 31. März 2021 ein goldfarbenes Handy iPhone Pro Max zum Kauf bzw. zur technischen Aufarbeitung angeboten? Und wer hat die verdächtige Person am 31. März 2021 im Bereich des Walter-Benjamin-Platzes bzw. des Kurfürstendamms gesehen? Solltet ihr Hinweise haben, könnt ihr euch damit an das LKA Berlin wenden. Ich hoffe sehr, dass dieser traurige Mordfall bald aufgeklärt werden kann. Immerhin lebte Oksana in einer sehr lebendigen Gegend. Es bleibt also zu hoffen, dass jemand doch etwas bemerkt hat und sein Wissen mit der Polizei teilt. Ich hoffe sehr, euch irgendwann ein Update zu diesem Fall geben zu können. In der Zwischenzeit könnt ihr das Video gern teilen, falls ihr Bekannte in Berlin haben solltet. Aber auch wenn nicht, hilft es natürlich, das Video zu teilen. So sehen es vielleicht auch Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer dabei ist, der etwas mitbekommen hat. Und ich würde mich natürlich auch über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Auch das hilft dem Kanal extrem weiter. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.